Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber. Ich wünsche euch mal frohe Weihnachten von hier aus Kasper. Ich fange dann gleich mal an. Mein heutiges Video handelt über meinen neuen Kopfhörer, wo ich heute bekommen habe von meinen Eltern, über den Sennheiser. Ich finde es einen sehr, sehr guten Kopfhörer. Er ist eigentlich fast genauso wie die Beats. Nur, dass er halt nicht so stark ein Beat hat und dass halt ein paar Merkmale fehlen. Ich komme jetzt mal zu seinen Fähigkeiten. Er hat einen sehr, sehr guten Bass. Das ähnelt sehr dem Monster Beat, Solo HD. Ich habe hier so irgendwie, finde ich, nachgemachte Studio. Also, weil die gehen über das ganze Ohr, was ich auch sehr, sehr gut finde. Weil dann dringt halt auch nichts nach außen. Hält alles im Ohr. Dann finde ich auch noch gut, dass hier oben Schaumstoff ist. Das tut jetzt nach einer Weile auch nicht weh. Und hier am Ohr tut es auch nicht weh, weil es umschließt ja. Alles umschließt ja. Und es drückt ja nicht drauf und macht kalt. Entschuldigung. Man kann sie noch so nach innen drehen, aber ich weiß nicht, für was das sein soll. Und ja, man kann sie auch noch hier so verdienen. Auch unnütz. Denn die Länge kann man es wie bei Monster Beats auch verschieben. Hier. Oder auf der anderen Seite natürlich genauso. Was ich an denen nicht so gut finde, dass man sie erstens nicht ausmachen kann, also die Musik, dass man einfach hier drauf drückt, reindrückt, das geht eben nicht. Genauso wie auf der anderen Seite hier. Und dass man sie nicht anschalten muss hier. Aber das ist jetzt kein großer negativer Aspekt. Vom Hören her finde ich es auch sehr, sehr gut. Kann ich euch gleich mal ein Beispiel geben? Muss ich mal kurz mein Handy holen? Dann lasse ich euch wohl mal reinhören in meine Musik, in meine Musikwelt. Mal einen lieben Bass einstellen. Was nehme ich denn? Dann nehme ich doch Crow, dreh auf. Ich hab's dann gleich mal ins Mikro. Wo ist es denn jetzt hin? Ah, da muss. Vielleicht hört es, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also ich finde das Mikro ziemlich klar. Was ist auch in Ordnung? Also, was will man mehr? Also, mein Fazit ist eigentlich, ich finde nicht, dass man gleich immer zu Beats greifen muss und 200 Euro ausgeben muss. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel die gekostet haben, aber ich schätze mal nicht 200 Euro, vielleicht 50 oder so, aber mehr nicht. Aber ich bin trotzdem zufrieden und werde auch damit weiterhin zufrieden sein. Ich erzähle jetzt was über Kopfhörer, aber ich denke, dass ich euch jetzt auch gleich ein bisschen Fußball zeigen werde. Ich mache jetzt ein bisschen einfach, Skills, Moves, wie Cristiano Ronaldo sie macht. Natürlich nicht in der Perfektion. Ich versuche es einfach mal. Viel Spaß dabei. Ja, so kannst du eigentlich gleich ziemlich gut schwindelig spielen. So, nochmal Round the World. Ja, das war's dann jetzt auch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Gefällt mir drücken. Abonnieren wäre auch klasse und ich wünsche euch noch gute Feiertage, rutscht gut ins neue Jahr rein, vielleicht sehen wir uns auch noch. Vielleicht sogar heute, ich habe ein bisschen Langeweile. Langeweile, Entschuldigung. Ja, ich kriege mir auch rum. Und ja. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein Böller-Tutorial, nicht Tutorial, halt ein Video über China-Böller machen, Vergleich alt-neu, weil ich habe noch welche von 2010. Und dieses Jahr werde ich wieder welche einkaufen. Und ja, aber das kommt noch. Es wird, schätze ich mal so, 29., 30. Dezember 2010.
sein. Werde ich wieder mit meinem Kumpel drehen, den wo ihr auch schon öfter beim Fußball gesehen habt. Und ja, das war es jetzt erstmal von mir. Vielleicht bis später. Ciao.